Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der zweite Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga steht an. Und ja, ich habe wieder alle Spiele prognostiziert. Gewöhnt euch lieber nicht dran, aber aktuell habe ich die Zeit dafür und ich hatte auch Lust. Ansonsten, hier habt ihr nochmal die aktuelle Tabelle, nicht wirklich aussagekräftig. Ich sag's nochmal, es gibt Transfers, es gibt Verletzungen, es gibt Corona. Das heißt, die Aufstellungen sind vielleicht nicht immer 100% akkurat. Ich versuche aber trotzdem an der realistischen Sache dran zu sein. Funktioniert nicht immer. Seht mir das bitte nach. Ansonsten danke fürs Reinschalten, viel Spaß und los geht's mit Karlsruhe gegen Darmstadt. Der Karlsruher SC ist mit einem Sieg in Rostock in die Saison gestartet. Der SV Darmstadt 98 ist personal gebeutelt, einige Krankheitsfälle und es wird nicht besser. Der KSC in den blauen Trikots, aber in der Anfangsphase unter Druck, denn die Lilien machten durchaus ihr Spiel. Erich Berko in der 15. Spielminute mit einem guten Abschluss, dann aber auch wiederum eine gute Parade von Marius Gersbeck. So blieb es erstmal beim 0:0. Der KSC brauchte eine Weile, um hier im heimischen Wildparkstadion richtig zur Geltung zu kommen. Dann aber machten sie es über Hofmann und Kyung Rok Choi. 1:0 KSC, ganz schön abgezockt. Viel ging bis dato nicht nach vorne. Der SV Darmstadt, aber er ließ sich überlaufen. So auch in der 40. Minute. Cueto über die linke Seite, macht es selber, scheitert erst. Aber die tolle Parade, sie wird nicht belohnt, weil Philipp Hofmann an der richtigen Stelle steht und abstaubt zum 2:0. Kuriose erste Hälfte, denn Darmstadt war zumindest anfangs auf Augenhöhe. Aber mit dem Rückstand ging es dann bergab. Sie gaben sich aber nicht auf. Die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht, sie probierte es mit Philipp Tietz. Doch richtig groß wurde das Problem nicht für Marius Gersbeck und die Zeit lief den Darmstädtern davon. Sie kamen aber nochmal, der KSC machte mittlerweile relativ wenig und Philipp Tietz schloss sogar an. 86. Minute das 2:1, der Anschlusstreffer kurz vor dem Ende, konnte aber nicht mehr für Spannung sorgen. Danach stabilisierte sich der KSC für die restliche Spielzeit und gewinnt mit 2:1 und startet somit mit 2 Siegen in diese Spielzeit. Klasse Beginn für die Elf von Eichner. Paderborn und Nürnberg sind zwei Teams, die jeweils mit einem 0:0 in diese Saison gestartet sind. Nürnberg in den weißen Trikots. Im ersten Durchgang von rechts nach links wollte was an dieser Statistik schrauben. Mats Möller, Deli zu Tom Kraus. 1:0, 26. Spielminute. Dominanter, sehr guter Auftritt von der Klubberer Elf. Und somit vollkommen verdient dieser Führungstreffer. Mats Möller, Deli, Dreh- und Angelpunkt. In diesem Spiel hat wieder das Auge, wieder für Tom Kraus und wieder schlägt der Ball ein. 2:0, 41. Minute. Was für eine erste Hälfte für Tom Kraus, der bislang nicht für das Toreschießen bekannt war, markiert hier einen Doppelpack, mit dem es dann auch in die Pause ging. Vom SC Paderborn kam bis dahin fast gar nichts. Relativ dürftig das Spiel nach vorne beim SCP. Nürnberg sehr gut, aber im Kasten vom SC Paderborn stand wieder mal Hut, der das hier stark machte. Der Abschluss ist nicht schlecht. Dann greift er über und kratzt den aus dem Winkel. Hielt ja auch mit einer Monsterparade das 0:0 gegen Heidenheim. Knapp 10 Minuten noch zu spielen. Von Paderborn war scheinbar nichts mehr zu erwarten. Nochmal Nürnberg. Nürnberger. Ein weiteres Mal. Aber Hut, der sich auszeichnen kann. Das letzte Highlight in diesem Spiel. Es blieb also beim 0:2. Tom Kraus und Mats Möller-Deli, die Spieler des Spiels. Vom SC Paderborn kam viel zu wenig. Nürnberg mit 4 Punkten aus 2 Spielen sicherlich zufrieden.
Hannover 96 hätte sicherlich gegen Werder Bremen auch gewinnen können, aber ein altbekanntes Problem, die Abschlussschwäche, es ist wieder aufgetreten und das wollte man gegen Hansa Rostock besser machen. Die Kogge, sie verlor mit 1:3 in der Partie gegen den KSC nach Zweitliga-Rückkehr. Nun wollten sie die ersten Punkte sammeln hier in der HDI-Arena gegen die Niedersachsen, allerdings kein leichtes Unterfangen. Die erste Situation hier von Sebastian Kerk war nicht wirklich gefährlich, zeigte aber, dass Hannover nach vorne natürlich deutlich mehr produzieren konnte. Und so ging es auch weiter. Sebastian Ernst, Kaiser zu Marvin Duck, sperrt plötzlich viel Freiraum im Strafraum und lässt sich das nicht nehmen. 20. Minute, 1:0, Hannover 96. Das verdiente Führungstor, aber Hansa konnte dann auch mal nach vorne spielen mit Nick Omladic. Hanno Behrens quergelegt zu Ingelsson. Und Ron-Robert Zieler muss eingreifen mit einer ziemlich guten Parade. Noch verdeckter Schuss. Viel fehlte hier nicht am Ausgleichstreffer. So ging es aber erstmal mit dem 1:0 in die Pause. Marvin Duksch. Bislang beide Saisontore von Hannover 96 durch seinen Fuß erzielt. Aber Rostock wieder. Rizzuto. Behrens. Sie näherten sich an und das 1:1 wäre auch denkbar gewesen. Gegen Werder ließ Hannover defensiv eigentlich fast gar nichts zu. Bis auf den Gegentreffer, der aus einer Standardsituation resultierte. Hansa Rostock konnte da schon das ein oder andere Gefahrenpotenzial mehr entfachen. Aber dann wieder Hannover, auch mal nach vorne aktiv. Sebastian Stolze gegen Markus Kolke und Kolke trägt nicht zu Unrecht Spitznamen wie die Krake. Hannover drehte aber nochmal auf. Eckball von der rechten Seite und da ist niemand Geringeres als Marvin Duksch. 2:0, steht genau am richtigen Ort, zur richtigen Stelle, fällt ihm irgendwie der Ball vor die Füße und das lässt er sich nicht nehmen. Am Ende steht es 2:0, nicht unverdient dieser Sieg, Hansa Rostock hat sich lange wieder wacker gehalten, aber fährt mit 0 Punkten nach Hause. Der SSV Jahn Regensburg nutzte die personalgeschwächte Lilienmannschaft aus und holte sich am ersten Spieltag 3 Punkte mit aus Darmstadt. Das kann man mal so machen, aber sie konnten dort auch teilweise spielerisch überzeugen. Nun zu Gast der SV Sandhausen und der ist ja immer für eine Überraschung gut. Das ist Başkim Aydini, der den Ball stark mit der Brust runternimmt. Mit dem Schuss aus spitzem Winkel, aber an Meier scheitert, so weiterhin 0:0. Nun der SV Sandhausen aber richtig wach geküsst, Sebi Osuku 0:1, 22. Spielminute. Meier diesmal machtlos, ein ganz starker Auftritt der Sandhäuser. Regensburg wusste nicht so ganz, wie ihn hier geschieht. Senga kann sich lange umschauen, wo soll der Ball hin? Natürlich zu Sebi Osuku. 0:2 nach 29 Minuten, kalte Dusche für die Regensburger. Das hatte man sich daheim natürlich ganz anders vorgestellt, aber der SV Sandhausen, er nutzte das richtig gut aus. Nach dem 0:2 zu Hause gegen Düsseldorf haben sie hier die ersten 3 Punkte jetzt schon auf dem Silbertablett serviert. Aber vielleicht kommt ja Regensburg nochmal zurück, zunächst aber im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Okorochi mit Offensivaktionen, auch wenn der ziemlich weit vorbeigegangen wäre. Regensburg schüttelte sich nochmal, die Zeit wurde aber natürlich knapper. Gimba, Besuschkow, Otto zu Albers und Andreas Albers, ansatzlos, 84. Minute, 1:2, der Anschlusstreffer, ein super Tor. Dort ist nichts zu halten, aber er kam zu spät. Es bleibt beim 2:1, Regensburg verliert zu Hause und Sandhausen holt sich die ersten 3 Punkte. Nicht unverdient in dieser Saison.
Der FC Ingolstadt kann nicht wirklich zufrieden sein mit diesem Saisonstart. Bei Mitaufsteiger Dresden unterlag man klar mit 3:0. Heidenheim mit dem 0:0 gegen Paderborn sicherlich durchaus zufrieden. Die blau gekleideten Gäste machten hier aber ordentlich Dampf. 11. Minute, Tim Kleindienst, 1:0 für die Gäste. Und wenn einer das erste Saisontor macht für den ersten FC Heidenheim, dann ist es natürlich Tim Kleindienst. Aber die Schanzer machten auch mit. Ayensa, Rühl. Und das war knapp. Da forderten die Fans dann auch schon Strafstoß beim Foul an Ayensa, ließ man dann aber weiterlaufen und der Schuss von Röhl geht dann knapp vorbei. Doch der FC Ingolstadt, er war von diesem 0:1 eher beflügelt als gehemmt. Stendera, wieder Röhl mit dem Lupfer zu Beister, Röhl zu Eckert, Ayensa und diese Kombination klappt so rum besser. 26. Minute, 1:1. Dennis Eckert Ayensa gleicht erstmal aus und das war dann auch erstmal der Halbzeitstand. Heidenheim musste wieder aktiver werden und das wurden sie auch mit Sessa. Bonic, Tim Kleindienst visiert dann aber doch etwas zu hoch an. Den wollte er in den Winkel feuern. Flach kann man es auch probieren. Aber wer möchte Tim Kleindienst im Abschluss irgendwas noch beibringen? Kleindienst. Stark verlängert zu Tobias Mohr. Der hat viel Platz auf der linken Seite. Tobias Mohr. Flanke. Kühlwetter. 2:1. 83. Minute. Kurz vor dem Ende. Die erneute Führung. Stark von Kleindienst eingeleitet und von Mohr und Kühlwetter vollendet. Ingolstadt ging nun auf dem Zahnfleisch, war auch moralisch ziemlich angeschlagen. Bonic zu Tim Kleindienst. Die Entscheidung, 87. Minute, Doppelpack für den Torjäger. Und die Entscheidung eben in dieser Partie. Ingolstadt startet mit 0 Punkten und 6 Gegentoren in die Saison. Heidenheim mit 4 Punkten. Fortuna Düsseldorf holte sich die ersten 3 Punkte bei einem waschechten Arbeitssieg zu Gast beim SV Sandhausen. Werder Bremen zu Hause 1:1 gegen Hannover. Das klingt erstmal okay, aber spielerisch war das deutlich zu wenig von der Elf von Markus Anfang. Hier aber machte Bremen einen besseren Eindruck und startete gut rein. 12. Minute, Niklas Füllkrug mit dem ersten Abschluss. Trifft dann nur das Außennetz vom Gehäuse von Kastenmeier. Werder aber die aktivere Mannschaft hier erneut am Samstagabend dran. Diesmal machten sie es besser. Im Boom bekommt er keine Unterstützung, muss es selbst machen. Jetzt aber Groß dabei, der legt einmal quer. Romano Schmid sieht Niklas Füllkrug. Und der hat zu viel Platz. 20. Minute, 1:0 für den SVW. Verdienter Führungstreffer für die Gäste. Düsseldorf kam dann vor der Pause mit Ruven Hennings. Hennings, der wahrscheinlich niemals mit dem Toreschießen aufhören wird, solange wie ihn seine Beine noch tragen. 45. Minute, Sobotka, Ruven Hennings, das ist sträflich. Schwach verteidigt, 45. Spielminute, Hennings kann sich aufdrehen im Strafraum, steht da mit dem Gesicht zum Tor und lässt sich das nicht nehmen. 1:1, dann zur Pause, das war verdient, mittlerweile das durchaus gerechte Ergebnis. Durchgang 2. Edgar Pripp zu Schinter Appelkamp. Der lupft den Ball in die Mitte, durchaus mutig. Und im Boom passt auf. Füllkrug. Guter Pass. Agu nimmt den Ball direkt. 20 Minuten vor dem Ende. Der Winkel wird zu spitz.
aber hat auch ein bisschen gedauert, bis dann seine Kumpanen in der Mitte aufgerückt waren. Werder Bremen zum Ende hin aber nochmal stärker. Felix Agu nimmt sich nochmal die Zeit. Eggestein, Groß, Füllkrug, sieht Schmitz, Niklas Schmitz! 2-1 Werder! Flacher platzierter Schuss direkt neben den Pfosten. Nicht zu halten für Kastenmeier. Die Entscheidung in dieser Partie. Düsseldorf enttäuscht im zweiten Durchgang und Werder gewinnt nicht unverdient hier am zweiten Spieltag. Die Art und Weise, wie der HSV gegen den FC Schalke 04 vor allem im zweiten Durchgang spielte, war schon richtig beeindruckend. Aber beeindruckend auch der Auftritt von Dynamo Dresden beim klaren Sieg über Mitaufsteiger FC Ingolstadt. Der HSV in den weißen Trikots von links nach rechts, jetzt auch im ersten Heimspiel dieser Saison, startete nicht schlecht rein. Ludovic Reis in der Anfangsphase mit der ersten Möglichkeit. Der Mittelfeldmann aufgerückt. Der rutscht ihm dann allerdings über den Schlappen. Der HSV aber logischerweise spielbestimmend. Jamra, Jonas Meffert sieht Ludovic Reis. Was für ein Pass zu Meffert! 1-0 HSV, 26. Minute. Aber dieser Pass ist natürlich Zucker von Reis auf Meffert. Koproduktion zweier Neuzugänge. Und Dynamo Dresden leistet sich diesen Fehler. Was für ein Bock von Knipping. Und Reis nutzt das aus. Kurz vor der Pause das 2-0. Der heftige Nackenschlag für Dynamo Dresden. Knipping mit dem Fehler. Der HSV nutzt das aus. Springen wir in den zweiten Durchgang. Dynamo Dresden musste nun abliefern. Mörschel raus zu Vlachodimos. Und dann ein guter Abschluss, den Heuer Fernandes allerdings ohne Probleme parieren kann. Der zweite Durchgang mittlerweile nicht mehr ganz so nervenaufreibend. Der HSV ging ein bisschen aufs Verwalten. Das muss man ja auch erstmal können. Robert Glatzel. Reis nochmal. Broll mit der Parade. Reis stand allerdings auch im Abseits. Es brannte jedoch nichts mehr an. Der HSV gewinnt vollkommen souverän mit 2-0 gegen Dynamo Dresden und startet somit perfekt in die Saison. 6 Punkte aus 2 Spielen. Der FC Erzgebirge Aue kämpfte sich zum 0-0 gegen den 1. FC Nürnberg. St. Pauli spielte 3-0 gegen Holstein Kiel und überzeugte dort im Nordduell. Die Gäste von rechts nach links im ersten Durchgang mit der ersten Torannäherung durch Simon Makienok. 23 Minuten da knapp gespielt. Nimmt sich dann einfach mal ein Herz. Viel fehlte dort nicht. Martin Mendel allerdings fliegt dann vergeblich und wäre sonst wohl auch da gewesen. Halbe Stunde gespielt. Traditionell tut sich der FC St. Pauli hier schwer. Baumgart, starker Konter, super Konter, 1-0 Aue, Ben Solinski, 32. Spielminute. St. Pauli zu weit aufgerückt und Aue nutzt das eiskalt aus, das ist ihre Stärke. Aber St. Pauli kam nochmal vor dem Seitenwechsel mit Benatelli. Scheitert aber. Muss hier eigentlich das 1-1 machen. Tolle Parade aber vom Routinier. Der anschließende Eckstoß. Benatelli, der eben noch scheiterte, nimmt sich der Sache an. Und da steht Simon Makienok. Über 2 Meter groß hat er einfach diesen Vorteil in der Luft. Der zweite Pfosten ist unbesetzt. Darüber kann man ja immer streiten. In dem Fall war es die falsche Entscheidung, denn genau dort schlägt der Ball zum Halbzeitstand von 1-1 auch ein. Durchgang 2. Der FC Erzgebirge Aue wurde etwas aktiver.
Baumgart, Benzulinski. Aus der Drehung scheitert aber an Nikola Vasi, der den Ball im kurzen Eck allerdings auch halten muss. Vergangene Saison konnte St. Pauli hier sogar mal gewinnen. Dort Luca Zander im Fokus. Der FC Erzgebirge Aue spielte aber auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Niveau, das man eigentlich gewohnt war. Der FC St. Pauli hier aber nochmal mit der Möglichkeit. Benatelli legt quer zu Markiernock, der sicherlich des Öfteren hier im Fokus stand. Sören Gonter, Ex-St. Paulianer, allerdings dazwischen. Es blieb beim verdienten 1:1. Nicht mehr, aber auch nicht weniger für beide Teams. Und somit bleiben sie auch ungeschlagen. Kiel und Schalke sind beide in die Saison gestolpert. Schalke 1:3 gegen den HSV und Kiel sogar 0:3 beim FC St. Pauli. Das wollten die Störche, aber auch die Königsblauen nun wieder wettmachen. Und Kiel machte es erstmal besser. Eras, Rehse und Fiete ab mit dem 1:0. 17. Minute. Jan Fiete ab. Steigt da einfach am höchsten, setzt sich da locker durch und nickt den Ball dann ein. Die erste Hälfte ging komplett an die Gastgeber. Der FC Schalke 04 überhaupt nicht in der Partie. Das war ziemlich erstaunlich, denn gegen den HSV spielte man zumindest im ersten Durchgang wirklich gut. Ab zu Rehse. Da war durchaus das 2:0 drin. In dieser Situation fehlt am Ende auch nicht wirklich viel. Vollkommen verdiente Halbzeitführung für die Kieler Störche. Der FC Schalke 04, er musste jetzt aufwachen, ansonsten würde man albtraumhaft in die Saison starten. Aber Schalke machte jetzt auch was. Simon Terodde, Marius Bülter und so schnell kann es gehen. 57. Minute, 1:1. Am ersten Spieltag gab es dieses Duo noch andersrum. Dort legte Bülter auf für Terodde, diesmal eben umgekehrt. Und Schalke machte es jetzt richtig gut. Idrissi. Gelios mit der Parade. Die Einschläge, sie kamen aber näher. Kiel kam hinten kaum noch raus. Palsson, Uwe Jan raus zu Simon Terodde. 76. Minute, Spiel gedreht. Terodde, er ist einfach ein unfassbar starker Torjäger in Liga 2. Und auflegen, das gelingt ihm auch. 90. Minute, 3:1. Marius Bülter. Und so endet diese Partie mit 3:1. Bitter für Kiel. Die erste Halbzeit hatten sie an sich gerissen. Schalke drehte auf und gewinnt so. Nicht unverdient. Jo, das soll es dann auch wieder gewesen sein mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund und adios.